Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sprechen mal mit dem Milan und schauen mal, was er uns zu sagen hat. Gott sei mit dir. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Wie kommen die Rataya mit den Flüchtlingen aus? Tja, sie haben's schwer, keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lang hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher! Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen pfählen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Jetzt müssen wir uns mit ihm prügeln. Oha. Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Na dann? Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Löckchen haben wir gesehen. Das war der, der draußen gebettelt hat. Okay, dann gehen wir gleich mal zu Löckchen. Der war hier vorne. Da müsste sein. Jetzt können wir uns einfach hier so auf der Straße prügeln, ohne dass uns da andere dazwischen kommen. Du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen wie der Rest von uns. Mag sein, aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du es den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen oder verpiss dich. 2 Groschen. Okay, los geht's. Huch, da kommt er ja schon. Na, das war ja schon mal ganz gut. Verdammt! Aber so richtig Schaden haben wir noch nicht gemacht. Rutger! So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen mit der Ausdauer. Jetzt bist du am Arsch. Da hat er. Uiuiui, das hat aber ordentlich gesessen hier. So richtig Schaden machen wir irgendwie nicht. Wir können doch auch noch. Moment. Wir können ja auch noch schubsen, ne? Wir haben eine neue Stufe im Faustkampf. Oh, das war gut. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Gerangel umgehen soll. So, jetzt habe ich mal geblockt, mein Freund. Oh, das war jetzt aber... Eieiei. Wir hier unseren Tritt immer schön blocken. Der Arsch. Was? Na dann, hau mal zu.
Neue Stufe erreicht, Agilität. Das ist ja Wahnsinn, wie man hier aufsteigt. Ich dreh dir den Hals um, du Hund. Ich hab doch geblockt. Jawohl, voll auf die 12 hier. Wie schon blaue Flecken hat im Gesicht. Ich kann, also richtungsmäßig kann ich hier nichts wählen. Ne? Oh, Ausdauer. Jawohl, neue Stufe Stärke. Das müssen wir öfter machen hier, das Prügeln. Das bringt ja voll die Stufenaufstiege. Naja, zwei, dreimal müssen wir noch schlagen. Dann. Oh, er ist schon fast tot. Er ist schon tot. Wahrscheinlich dann. Jetzt müssen wir selber aufpassen. Nicht übermütig werden. Dafür bringe ich dich um. Also der Tritt, der bringt irgendwie gar nichts. Und da ist er kaputt. Körper aufheben. Können wir plündern, Löckchen. Ich kann ihn verschieben. Na gut, jetzt sind wir hier unten. Jetzt sind wir wieder quasi komplett hier draußen. Na gut. Dann schauen wir uns mal hier um. Können wir denn hier irgendwo... Ah, wir können hier auch schlafen. In fremden Bettchen schlafen. Hier sind einfach nur die Flüchtlingslager, würde ich mal sagen. Kann ich hier irgendwie drüber? Wie sieht's denn aus? Sattheit 93, das passt locker. Wir legen uns mal schlafen, irgendwo in ein Bettchen. Das wird jetzt nicht allzu bequem, aber ich will bis zum Morgen... Wow, wie dreckig wir sind! Das ist ja ganz furchtbar. Bevor wir morgen zum Razzi gehen, müssen wir auf alle Fälle müssen wir uns waschen. Komfort 60%, Sattheit 90, Energie 49. Ah, okay. Steigt jetzt, das ist schon mal gut. Gesundheit ist 100. Und wahrscheinlich, je komfortabler das Bett ist, umso schneller steigt die Energie. Aber das reicht locker. Wir kommen da wieder. Ja, Energie fast 100% jetzt. Wunderbar. So, jetzt ist langsam, weil. Na? Bring! Gut, es ist früh am Morgen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo. Können wir denn unsere Kleidung reinigen? Da muss ich mir mal schlau machen, wo das geht. Ist hier irgendwo ein Fluss? Davor, da ist ein... Doch, hier ist ein Fluss. Doch, 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 doch. Ich gehe mal rein. Katzenwäsche am Morgen. Ui. Oh. Nicht sehr tief. Ich gehe mal in die Hocke. Und, ne, das können wir vergessen. Soll ich mich denn hier waschen können? Du hast entdeckt Fischerreuse. Aha. Hm. Auffälligkeit 48. Wir sind dreckig wie Sau. Und so müssen wir jetzt quasi beim Herrn Razzik vorsprechen. Das ist doch... Bevor wir das machen, holen wir uns noch ein bisschen was zu essen. Dann sind wir zwar wieder übersättigt, oder? Nee, passt sogar. Und laufen mal hoch. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir auch noch die andere Schlägerei durchstehen müssen. Wobei ich da schon ein bisschen Sorgen habe. Der Milan, der war schon, der ist dann wahrscheinlich nochmal eine Ecke stärker als das Löckchen. Und... Wir schauen mal hier rein, wir können nämlich aufsteigen. Nein, können wir nicht. Wir haben nur
Wir sind hier einfach nur aufgestiegen, oder? Bei Stärke? Aber wir können keine Punkte investieren. Okay. Aber wieso leuchtet hier der Stern jetzt? Wird schon seine Gründe haben. Ich muss jetzt auf alle Fälle mal schauen, wie wir unsere Klamotten reinigen. Ging es hier jetzt hoch? Da vorne war das Badehaus, ja. Schön auch, dass man sich so ein bisschen die kleinen Landmarkierungen merkt. Je öfter man hier vorbeiläuft, umso mehr gewöhnt man sich an die Umgebung und umso mehr kommt man ohne Karte zurecht. Das ist sowieso etwas, das ich bei Spielen generell sehr vermisse. Dass man einfach auch mal weiß, ah ja, da vorne ist die Ecke und da muss ich dann rechts abbiegen und dann komme ich dorthin. Und dann nicht ständig immer nur auf die Karte schaue, um irgendwo hinzukommen. So, guten Morgen, die Herren. Es ist schön, dass ihr auch schon wieder wach seid. Ich gehe hier noch einmal rein. Die wissen noch, wer wir sind. Und dann gehen wir mal hier rüber zum Herrn Ratzig. Mal schauen, was er für eine Aufgabe hat. Na, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Banditen überfielen mich in Scarlets. Und warum bist du zurückgegangen? Wen außer Halsabschneidern und Strauchdieben hast du erwartet? Ich wollte meine Eltern begraben. Oh, verstehe. Dein Vater kämpfte wie ein Löwe. Mein Beileid. Er hat mein Leben gerettet. Nicht nur deins. Er war ein guter Mann. Und du hast recht getan, ihn zu begraben. Aber das habe ich nicht. Ich konnte ihn weder retten noch beerdigen. Was hättest du in Scarlets schon tun können? Hättest du gekämpft, wärt ihr jetzt beide tot. Er hat sein Leben für dich gegeben, Heinrich. Also mach lieber was draus. Stimmt. Was genau tust du hier eigentlich? Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Und ich muss nochmal sagen, das ist super gemacht. Normalerweise sind die Wachen immer patzige, griesgrämige Typen, die einen nur anpflaumen. Aber hier sieht man auch, dass man ab und zu mal eine Verbindung mit denen hat. Ne? Die kennen einen, die wissen, wer wir sind. Und man redet mit denen auch ganz normal. So, können wir uns nochmal waschen? Es ist schließlich in der Frühmensch. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wahrscheinlich hier hoch. Oder hier rein. Okay. Ja, Hauptsache man hat ein Fenster, kann den Vögeln beim Zwitschern zuschauen, während man kräftig hier was wegdrückt. So, und jetzt sind wir in der Küche. Gegenstand kochen, Feuer entfachen. Oh, wir können hier selber kochen. Feuer entfachen. Ich bin hier komplett falsch. Ich glaube, ich muss noch mal eins höher gehen. Gar nicht so einfach hier sich zurechtzufinden. Lass mich doch durch, Mensch. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ich würde gern. Okay, da bleibt er einfach mal an der Treppe hängen. So, dann gehen wir mal hier rein. Das sieht ja genauso aus wie unten.
Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Ist das Hanusch? Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Rathei genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Rathei. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch! Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Alles das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe.
Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht. Juhu, wir sind im Dienste unseres Herrn endlich und erhalten Ausbildung, Kohle und vielleicht sogar ein Pferd und Rüstung und Schwert und was weiß ich noch alles. Das ist ja richtig gut. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt ist die Zeit natürlich schon längst um, aber wir müssen jetzt hier zum Übungsplatz. Und dort werden wir dann erfahren, ob wir würdig sind, hier in den Dienst treten zu können. Das wäre richtig gut. Ich freue mich auf alle Fälle schon drauf und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.